mittlerweile, oder? Kann ja. Sein? Also ich habe ihn, ich glaube gestern oder vorgestern bin ich ihm auf Wi-Fi begegnet. Hast du? Yes, und er hat mich absolut annihilated. Ja, er hat mich hier on-stream absolut annihilated. Das ist so furchtbar. Ich habe also absolut keinen Plan, was ich machen konnte. Alles wurde gepunished und dann war ich im Disadvantage ganz lange, weil Game & Watch ist lustig. Ja. Und ich habe ihm ganze 40% gemacht, bevor ich 3 Stocks verloren habe. Ja, irgendwas in meinem Kopf sagt mir, dass diese Mannschaft ist auch irgendwie strange. Also entweder Game & Watch gewinnt ganz hart oder anderswo. Mm. Ja, ne? Ich könnte dir das sagen machen. Longo aber jetzt auch ein Spieler, der an dem eigentlich nie gezweifelt wird. Fan-Favorite, glaube ich, auch für das Turnier hier. Aber ich glaube, Adi ist einer der Spieler, die da auf jeden Fall eine Chance haben. Also da würde ich jetzt nicht so sagen, okay, das ist jetzt free for long. Auf jeden Fall. Hier, das, wir reden hier von Winners Finals. Yes. Ne? Also Adi ist auf jeden Fall ein Favorite to win. Yes. Wenn nicht Longo, Adi. Ne? Ich glaube, er kann es machen. Generell eines der wenigen Male, wo man sich um Longo vielleicht ein bisschen Sorgen machen kann. Ja. Aber es gibt... Es war nicht immer so einen direkten Easy Win für Longo hier. Er hat schon gegen Slippy verloren, ne? Also Epitech ja, Chase. Slippy aber auch der einzig andere. Ja, das stimmt. Aber vielleicht heute ist er spielt Meister-Skin, kann das sein? Oh, ist das der Game Watch Skin, was jeder pickt? Kann sein, ich weiß es nicht. Aber über Game Watch Skins sind jetzt eh nicht irgendwie die Welt. Also. Da würde ich keine 2 Gedanken drüber verlieren. Oh, das ist gefährlich. Das hat er sich gesnatcht. Das ist wirklich gefährlich. A surprise tool for later. Das ist auch voll geworden, oder? Nee, ich glaube nicht. Blinkt er ein bisschen? Schau mal. Okay. Nee, er blinkt nicht. Backe 2 Balken hat es, glaube ich, auch gefühlt, wenn ich richtig hingeschaut habe. Aber das interessant, im Bucket, also er hätte es schon ganz oft benutzt für Anliegen Gyro. Aber wenn es voll ist, dann kann er nicht mehr nutzen als Reflektor. Ne? True. So aber dann hast du auch einen Move, der ihn instant tötet, oder nicht? Ja, ne? Ich glaube, das ist ein Trade-off, den würde ich eingehen. Ja. Aber interessanter, als darüber zu denken. Ja, das macht das Spiel ein bisschen interessant. Ich kann mir vorstellen, es passiert nicht so oft, dass Game & Watch Bucket voll wird. Das war ein crazy Offstage-Game. Yes. Beide sind kurz auf ein Abenteuer gegangen. Wow. Oh, versucht es hier mit ein bisschen Dragdown, aber kriegt hier den Downsmash nicht da ganz raus. Und jetzt hagelt's Bomben. Bomben und Sausages. Oh, da ist jetzt es. Jetzt. Bucket voll. Und Gyro hat auch in der Hand, das heißt, er muss sich keine Sorgen mehr machen, dass er den nicht reflektieren kann. Okay. Das ist schon eine neue Gyro. Nein, Gyro da, Bucket aber immer noch. Bucket immer noch, gell? Also das kann jetzt schnell gehen hier, das Dock. Weil dieser Laser, der sieht schon dick aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden der Bucket machen wird, wie devastating er sein wird. Ich glaube, das ist schon sehr devastating. Also nur so, habe ich gesehen, so Fox Laser ist nicht... Ja, das konnte, aber ist trotzdem noch ein Killmove, ne? Ja, ne? Oh. Aber ich frage mich jetzt, ob er jetzt einfach gleich bei 15 grabbt und es stirbt. Ja. Das ist die Sorge, die ich habe. Combo, kann man das Combo mit einem Grab? Oder? Also wenn du Side bekommen kannst, dann kannst du bestimmt Bucket. Ja, yeah, oder? Jetzt geht's los. Jetzt Bucket. Bucket. Mach, tu es. Do it. Ich versuche zu antizipieren, wenn der Bucket kommt. Damit du sagen kannst, ich hab's ja gesagt. Genau. Commentator's Curse. Huhu. Wenn ich jetzt sage, jetzt Bucket. Nee, jetzt muss er erstmal kochen. Ja, er muss erstmal kochen. Ein bisschen kochen. Ja. So, soll ich das verteilen? Ja, jetzt wo ich so, ich platziere mich in Game & Watch's Kopf. Wo, wann mache ich den Bucket? Er hat Bucket und er benutzt nur die langweiligen. Es ist ein bisschen... Oh, Steel Share! Da sehen wir's. Ja. Aber es ist ein bisschen wie so Little Mac K.O. Punch. Wann macht man den? Ja, ja. When do you shoot your shot? Ich glaube, er wartet dann auf das Longo vergessen. Und dann aus dem Nichts. Ja, yeah, smart. Aber ich vielleicht, was wenn Adi selbst was, wenn er selbst nicht weiß, dass er ein Bucket hat? Als ob, Junge. Er weiß genau. Das ist einfach zu lange hin. Oh, das ist... Oh, er hat ziemlich unlucky mit dem Gyro, der wieder reingekommen ist. Man hat nicht direkt einen Kill davon kriegen können, aber den Grab hat er aber ganz gut rausgekommen. Das Spiel ist aber noch far from over. Ja. Oh, nevermind. Was war das? Ein Jab, gell? Oder? Ja, ich glaube, das war ein Jab und dann hat er seinen Upsmash out of Shield geschossen. Game & Watch überlebt das definitiv nicht. Das ist respectable für Knockback.
1-0 für Longo. 1-0 für Longo. Okay, vielleicht wird es doch easy. Also es hätte auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, es hätte noch beide Wege gehen können. Ja. Das war jetzt nicht so, so ein, wo man sich denkt, oh ja, Longo hat sich das jetzt Game gezogen, ohne Probleme. Nee. Er darf da nicht schlafen. Okay, ich habe gerade gecheckt, das ist doch nicht der Meister. Oh, okay, das ist diesmal. Ich habe den Skin noch nie gesehen. Ja, yeah, ne? Frage ich mich auch, ob ich das. Ist der real? Also, stell dir vor, du bist der Designer von den Game Awards. Ja, wenn er wenigstens irgendwie so Regenbogenfarben hat. Ja, ne? So wo gelb, ist der blau, rot, pink. Und das ist nein, was ist denn, was sind denn das für Color Schemes? Ja, ne? Meistens sind wirklich fragwürdig. Ich frage, wie viel Geld Nintendo machen könnte, wenn sie dieses Skin oder sowas releasen würden. Ja. Ey, ich hab so ein Age of. What the? That is illegal. Das ist einfach nicht erlaubt. Ich hoffe, Adi fühlt sich schlecht. Ich hoffe auch. Ich hoffe, er schaut sich das Wort an und denkt sich, hey, ich bin der Tio, ich ban ihn einfach. Ey, wäre das Brexit Summit, wäre gebannt. Ich habe das aufgeschrieben. Und eine Sly hat's gemacht. Sly hat mich mit einem Nein getroffen. Und wurde gebannt? Nicht offiziell, weil ich ihn mag. Aber... Oh mein Gott! Oh, das... Okay, das ist wirklich zu viel. Alter, ich glaube, der geht danach mit Slipknot in die Spiele. Incredible. Incredible. Ist ja... Oh, Mann. Ja, ne? Also der Longo muss aufpassen. Adi ist ein gefährlicher Typ. Auf jeden Fall. Der kann nicht schlafen da. Jede Zeit könnte er einen neuen kommen. So schnell, wie er diese Stocks hier wegnimmt. Ja. Devastating Combos. Das ist wirklich devastating. Punish Game on point. Wie macht er das? Mit Skill nur. Skill nur. Komm jetzt, noch ein drittes Mal für die Fans aber. Oh. Ey! Ey! Oh, stop! Leave him alone, he's already dead. Oh. Aber ich respektiere es, dass du es nochmal versucht hast. Das heißt doch lieb, no, ich geh trotzdem noch die Side, die ist. Einfach so ein Offstage, ja. Ich brauch nicht safe spielen. Oh mein Gott, ja, so geht's gehen, ne? Ich frag mich, ob die Game Watch Mains sich wirklich freuen, weil nein, du hast es jeden Tag nicht mehr. Gar ja, nicht, du hast nein getroffen. Genau deswegen spiel ich den genau. So cheeky, weißt du? Ja, auf jeden Fall, ja. It's not allowed. Oh, zwei Bomben, den Schild klein zu machen und dann Shield Poke das mit dem Down Smash. Das ist ein cooler Das Trick. War gemein. Ja, wirklich gemein. Und das, nachdem er die 2-9 getroffen hat. Das ist das frecheste Game, was ich bisher gesehen habe. Jesus Christ. Adi. Aber er hat jetzt sein ganzes RNG. Ich wollte sagen, alle Resources sind jetzt Ja. Ist so ausgenutzt. Ja, was machst du jetzt? Ich kenne das als Peach-Spieler. Wenn man einmal, wenn die Stitch weißt, kommt, ist es vorbei. Ja, ja. Wenn er jetzt noch einen neuen trifft, dann wird das sofort unterbrochen. Die Switch wird das mal geprüft. Ja. Das ist ja sehr... Er sollte sich schämen. Ein bisschen. Er sollte sich 100% schämen. Ich schäme ihn. On stream. Fremdschäme. Macht so eine neuen, alle so schauen sie dich hin. Oh, der dicke Laser. Sag mal, aber Pokémon Stadium 2, ein bisschen mehr Platz. Und Adi nutzt das hier komplett aus. Er kann indem er hinten so steht viel Würste yes kochen auf diesem Pokémon Stadium. Es ist, als ob dieses Stadium dafür gebaut wurde. Er muss nicht mehr kämpfen. Ne? Er muss nur kochen. Let him cook. Also Longo ist wirklich letting him cook. Oh! Aber das ist schon cool, weil... Guck mal, er hat so lange durchgezogen, jetzt ist er damit noch durchgekommen. Ja, das ist voll gefährlich, so einen Laser hinzuschießen, wegen dem Bucket. Ja. Und er hat den Gyro. Deshalb kämpft er. Ja, mach das mal. Das hast du gar nicht gesehen, weil er die ganze Zeit die Pfanne rausgeholt hat. Ja, stimmt. Das ist Teil von der Taktik, ne? Ey, was kann er machen? Ja, man. Manche Charakter können einfach so up B, um diesen näher zu packen. Yes. Jealous. Game and Watch. Game and Watch. Ich find's auch so cool, weißt du, dass sie dieses so, diese 1-9 Instant Hit Move und dass du pancaken kann. Das geben sie einem Charakter, der auch noch super Disjoints und Dings hier Out of Shield Game hat und sowas. Yeah. Das it's hätte man so ein bisschen great, mehr so verteilen right können, weißt du? Es gibt ein paar andere Sachen, die normale Charaktere haben, da finden den Cringe-Scheiß weg. Ja. Yeah. Ja, ich stimme dir zu. Aber gut.
müssen erstmal einen Charakter machen. Bevor wir uns auf den. Erstmal. So hätten wir erstmal Steve dann, weißt du, dann konnte sich der Horizont genau erweitern. Dann sehen wir es nicht. Dann holen wir das RNG raus. Dann machen wir die dummen Charakter raus, weißt du, doch die niemand mag. Ja, die Viewerbase vernichten. Aber ich bin dafür, dass alle RNG rausgekatzt wird. Kein Donkey Kong-Dingens hier, Trip-Chance mehr. Oh, seitdem ich einmal so eine Bombe gezogen hat und dann Fox Laser hat explodiert und dann ist gestorben. Und deswegen müssen wir Fox fahren. Nee, deswegen sollen wir Fox fahren. Also ein Laser ist sehr unfair gegen die Bombe. Ja, yeah, ist so. Oh. Oh. Kein Barry noch. Rock hat er schon wieder den kleinen Push gekriegt von dem Gyro. Aber jetzt finde ich gut, weil Longo hat den Lead, das heißt, Eddie kann nicht mehr kämpfen. Ja. Gehen wir zurück. So. Die Hälfte der Zeit schon erreicht. Nee, haben wir nicht. Ich kann nicht zählen. Aber wir sind auf dem Weg nach. Oh, cooler Catch. Kleine Reversal. Finde ich super. Aufmerksam hat er sich hier den Kill gefunden. Wow, Pokémon Stadium, man. Du kannst so viele Sausages, wie du möchtest, kochen. Aber der Robot muss so weit fliegen, bevor er stirbt. 174. Rob auf einer der Bible. Sorry. Ich könnte Religion draus machen. Alles gut. So, das Gyro liegt jetzt da. Jetzt hat er das aufgegeben. Nee, er geht lieber aggressiv rein. Ja, er muss aggressiv sein. Kann er auch machen mit diesem Nerv. Mhm. Das ist vor der Aggro Move. Dann reward ihn auch draus. Das sieht Palutena nicht. Du hast ein bisschen. Ja, es hat auf jeden Fall Palutena weiß. Ja. Dauert auch so lang. Aber es ist halt viel cooler, weil das sind Fische, die aus dem Glas kommen. Ja, finde ich auch. An sich so Game & Watch, so von Animations und Design her, wirklich. Ja, super cool. So ein Chef, geil. Deswegen, warum haben sie den ganzen Cringe-Scheiß gegeben? Ja, yeah, ne? Es hätte so glorreich sein können. Ja, yeah, es hätte so glorious sein können. Aber ich glaube, wenn er das nicht alles nicht hätte, dann wäre er nicht Game & Watch. Hast recht. Also Game & Watch ist immer gut gewesen, ne? Also, halb in seinem. Everything. Also Emily war broken, weil er nicht funktioniert hat. Ja, das war auch so eine. Oh, das ist. Ja. Oh! Becker jetzt. Hat es hier schon fast getan. Da ist wieder zwischen Gyro und Rob, aber er kommt da ganz gediegen raus. Oh! Meine Güte! Schon wieder eine 0. Aber. Er hat jetzt 5-mal den Hammer rausgehauen und 6-mal und 3-mal davon war eine 9. That's really crazy. Er wirft Münzen. Wie kann er das machen? Bei ihm, bei Ari ist 50-50. Betet er vor dem Set, so macht so eine Ritual oder so. Ich muss dich mal kennenlernen. Was hat er aufgegeben, solche Kraft zu erlangen? What was the sacrifice? Was musstest du opfern? Ja. Ey, das ist geil, wenn man drauf ist, man kann einfach so abbiegen, wenn er kommt, der lädt. Der. Kein Care auf der Welt hier. Diese Würstchen, die in dein Gesicht liegen. Oh, schön, dass Bordutsch den Grab antizipiert und elegant ausgewichen. Nur ist er so in 9%, muss man auch noch an der Stelle hier erwähnen. Ist ja. Oh. Threaten. Ah, nicht vergessen, was ich kann. Mach dich bereit. Er spoilert. Das war gerade ein 5. Was gerade als nächstes dich treffen wird. So. Das Spieltempo hat sich sehr verlangsamt. Ich glaube, Longo weiß, dass es beim Grab vorbei sein kann, weil Adi wird das Problem mit wahrscheinlich. Es gibt nur noch einen Router. Ja, das muss man halt auch noch verlinken. Yeah. Longo kann das langsam spielen. Der hat ja einen sehr stabilen Percent-Lead. Adi will auf jeden Fall vorsichtig sein. Er will sich von nichts treffen lassen hier. Ja. Oh. Da hat es mit dem Gyro drauf, aber er kriegt's nicht ganz. Er müsste. Oh! Nee. Der flog schnell. Okay, er braucht einfach. Nein, ne? Es das ist auch ein Grab. Von beiden Seiten ein des Grab. Games könnte vorbei sein. Das nicht. Oh! Gott, dein Game One. Er war auf einmal ganz weit oben. Jesus, Jesus. Fängt dann 32 Sekunden sind's noch. Ach, ich bin mir immer so sicher, wenn er einen Grab bekommt, ist es nein. Es wird einfach. Oh, was ist denn passiert denn da? Was
Okay. Mach weiter! Adi! Adi! Das ist doch illegal! 18 Sekunden! Der Move ist gebannt. Oh, ja, muss es jetzt irgendwie holen, aber ganz schnell. Longo. 10. Das wird Timeout. Okay. Eins! Und da. Wenn jetzt. Okay, so, Hauptsache kein Timeout. Ich möchte es mal erwähnen. Was? In den letzten 5 Sekunden hat Menai eine 50% Chance. Eine was bisschen Chance? In den letzten 5 Sekunden hat die Nine eine 50% Chance zu kommen. No. Is that real? Yes. Bullshit. Ich glaub dir nicht. Es ist so. Ich glaub's dir nicht. Es ist so. Das wäre so Bullshit. Wie soll er sonst gewinnen? Wie soll er sonst gewinnen? Timeout bis in den letzten 5 Sekunden. Ja, jetzt, now is my chance. Einfach ganz wild die ganze Zeit. Ey, wenn das wahr ist, dann raste ich aus. Ich weiß nicht, ob es die letzten 5 oder die letzten 10 sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er eine erhöhte Chance hat in dieser Zeit. Wenn du recht hast, dann gebe ich dir Props dafür, dass du guten Trivia hast. Ich fahre ja immer so geilen Trivia. Da sehe ich mich. Wusstest du, dass wenn man Items anhat, Villages Tree manchmal Apples. Apples? Ja, ein Apple. Kommt. Ich dachte, Apples war die ganze Zeit schon. Aber das ist nur mit Items an. Interesting. Mit Food an. Und was ist mit dem Holz? Mit dem Stückchen Holz? Das ist immer da. Das ist immer. Aber Apfel haben sie sich gedacht, nur mit Items. Nur mit Items, genau. Und es ist ultra rare. Das ist nur ein bisschen. Aber halt dich dafür oder kannst du ihn schmeißen? Ja, klar, kannst du essen. Wie bei Green Greens. Ja, aber bei Green Greens ist ja auch irgendwie random, ob du ihn werfen kannst oder essen kannst. Ja, das ist crazy. Ja, okay, nicht wie bei Green Greens. Ich nehm's zurück. Oh, kann ich den jetzt essen? Nein. Oh! Das war schön. Aber die Frage ist, warum Game Watch Offstage werfen, wenn er sowieso immer zurückkommen kann? Ich hätte den Barry machen können. Jetzt machen wir kein Backseat Gaming hier bei Longo. I think Longo needs to play more patience. Ja, also das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Der Upsmash war gut. Wäre ich jetzt Adi, hätte ich mich nicht davon treffen lassen. Das war ja jetzt nicht so schlau. Okay, you're right. I deserve to be clowned for that. Ich wollte nur was Schlaues sagen. Ja, ja, hat nicht geklappt. Okay, dann gehe ich weiter zum Trivia. Did you know? Did you know? Das ist mein Favorite. Das alles, was ich kann. Wir brauchen irgendeinen dritten an den Commentary Code, den wir so ab und zu mit Trivia Did you also know? Für das Publikum. Kennst du diesen YouTube? Did you know? Ja, ich feiere das. Das ist fast so gut wie Watch Mojo. Yeah. You won't believe those 10 clips. Oh, das war ein cooler Ledge Trap. Ich hab's leider verpasst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen guten Job weggeguckt. Es war ziemlich gut. Da war Sausages involved. Yeah, now we're talking. Aber es ist nicht nur Sausages, auch Fische, gell? Was er kocht. Tut er? Aber ich hoffe nicht die Fische, die aus dem Glas springen. Oh! Jetzt ist es what you get! Reicht's doch auch, meinst du nicht? Live by the RNG, die by the RNG. Am Anfang war's witzig. Yeah, jetzt. Who's the winner now? Na, aber ich würde ja sagen, ich respektiere es, aber ich will es nicht. Ich respektiere es nicht, ich will es aber sagen. Aber generell, weißt du, er hat eine 1-zu-8-Chance, dass er da nichts super krasses rauskriegt. Yes. Da hast du vielleicht, meiste Zeit ist wahrscheinlich die Consistency und die Damage. Wow. Das war so gutes Awareness. Ja, super, dass er wusste, dass er von dem Jarrow getroffen werde. Auch, dass er in die Richtung, in die er geflogen ist. Dass er nach links fliegt und nicht wieder zurück. Dass er ist es immer die gleiche Richtung bei der Jarrow? Oder ist es je nachdem? Ich hab's gefühlt, nachdem, wo du bist. Weil ab und zu hast du ja auch, dass er den... So viel zu Awareness. Zumindest lacht Longo. Ja, das ist wichtig. Dass er Spaß hat. Ja, darum geht's ja. Das schreiben wir ganz groß bei Epic Chase. Yes. Das ist ganz wichtig. So. Wie kommt der Adi jetzt von der Ledge? Der Longo macht da schon ein bisschen Druck. Neutral bisschen get up. Ich fair. Jump get up. Er macht es spannend. Immer wenn er das spannend macht, oben so. Es ist so, als ob er spielt mit seinem Essen. Oh. Werde ich rumkommen oder nicht? Okay.
Immer noch kein Barry. Also wir wissen ja jetzt, dass The Fall Throne nicht die richtige Entscheidung war. Ja. Ne? Du hast meinen Gedanken gelesen, Kiste. Ich wünschte, wir könnten das so unten einblenden, wenn Long Forward Throw macht. Dann steht da so ein Text. Fraser hätte das nicht getan. Okay, nur weil ich es einmal gesagt habe, muss ich nicht ständig klauen. Das ist jetzt deine Personality. I will hold the L once, but not again. Übrigens ist es crazy, wie Game Watch gerade nicht gestorben ist durch den Abschnitt von Longo vorhin. Ich finde es viel interessanter, wie er den Gyro mit den ganzen Sausages bekämpft hat. Ja, ne? Langsam damit du dich aufgehört hast zu drehen. Das ist wirklich. Okay, jetzt aber. Ich da. Ja. Hätte das gleich. Und somit ist es vorbei. Aber gutes Showing von Adi auf jeden Fall. Yes. Sehr, sehr freches 9-Gameplay. Das eine Game, was er gewonnen hat, das hat er gewonnen. Ja.